einen wunderschönen guten Abend. Habt ihr Energie für eine Stunde Stand-Up-Comedy? Ja. Nice. Hi. Ey, ihr macht das, als hätten wir das nicht schon fünfmal gemacht. Stark, wirklich. Nice, wirklich. Geil, schön, dass ihr da seid. Hi, mein Name ist Hannes. Ich führe euch durch den Abend. Ich habe euch heute fünf wundervolle Comedians mitgebracht. Ich freue mich richtig. Die Show wird richtig gut. Einmal ein Applaus für mich. Wer hat schon mal eine Show von uns? Wer weiß, was heute passiert? Nice, so ein paar. Wir machen die Gegenprobe. Wer ist zum ersten Mal da? Okay, 50-50, nice. Ich habe euch fünf wunderbare Comedians mitgebracht. Die spielen hier jeder ungefähr 10 Minuten Comedy, feinste Stand-Up. Und jetzt die erste Frage für euch. Was ist Stand-Up? Stand-Up, ich habe, das ist so ein bisschen, was mir wichtig ist an Stand-Up, ist authentisch sein. Wir haben heute fünf Leute dabei, die aus verschiedenen Regionen kommen, die verschieden aufgewachsen sind. Und Stand-Up ist nicht nur lustig sein, sondern authentisch sein. Die erzählen aus ihrem Leben. Ein paar Sachen findet ihr euch wieder. Ein paar Sachen denkt ihr, also wie lebst du denn? Und das wird heute passieren. Ich freue mich richtig. Wir haben sehr viele Leute aus der Region, Niedersachsen. Es wird richtig gut. Es wird richtig schön. Habt ihr Bock? Nice. Ihr merkt, ich freue mich. Also wisst ihr, wir haben eine coole Szene in Hannover. Wir haben ungefähr 70 Leute, so, die das regelmäßig mal machen. Und genau, ich würde jetzt gleich den ersten Comedian auf die Bühne holen. Mein Wunsch an euch ist, gebt alles, was ihr habt, macht viel Energie. Der erste hat es immer ein bisschen schwierig. Und ja, seid ihr bereit? Ja, oder? Nice, dann freue ich mich richtig. Er ist extra aus Paderborn angereist. Und er wird... Da haben wir einen Local aus Paderborn. Nice, dann darfst du gleich besonders laut ausrasten. Freut euch, hier ist als erstes für euch Tobias Rentsch! Riesenapplaus für Hannes! Yes, danke sehr, danke schön, vielen, vielen Dank. Viel zu viel Euphorie für Paderborn, das ist viel zu viel. Ja, vielen Dank für den euphorischen Applaus. Euphorie, ich liebe Euphorie, das ist so eine Sache. Ich mag das auch immer bei mir selber. Ich hatte mal einen Auftritt in Münster gehabt und musste so an einem Abend so fünf verschiedenen Locations abklappern. Und bei der dritten, ich war so voll happy, gehe so voll stolz so von der Bühne runter. Und da kam eine Frau hinter einer Säule her und guckt mich an und sagt so, das war der Tiefpunkt des Abends. Und ich war so euphorisch, dass ich meinte, danke. Dankeschön. Ich habe viel zu spät gecheckt, dass sie mich beleidigt hatte. Viel zu spät. Ey, ich freue mich heute wieder. Ich freue mich einfach, Shows zu machen wieder. Ich freue mich einfach, auf der Bühne zu sein. So dieses ganze Quarantäne, das war einfach viel zu viel. Einmal so applaudieren, wer so Quarantäne hinter sich schon hatte. Einmal so. So ein paar. Also. Du noch gar nicht? Du noch? Gar nicht. Krass, du sitzt auch wie Terminator da. Also das ist einfach so. I'll be back. So, das ist schön. Also für mich war es eine wilde Erfahrung auf jeden Fall, muss ich sagen. Also es war irgendwann so krass, dass ich echt angefangen habe, einfach so über mich und das Leben nachzudenken. Also ich habe nur gezockt. Ich habe wirklich alles gezockt. Bibi, Tina und der Reiterhof. Ich habe alles. Zwischendurch war ich auch einfach so das Pferd. Ich habe alles gezockt, wirklich so. Vor allem auch so Horrorgames. Ich liebe Horrorfilme, Horrorspiele so. Ich habe danach auch keine Probleme. Ich schlafe immer wie ein Baby. Werd oft wach und weine viel. Es ist einfach... Ich habe wirklich Schlafprobleme, also ich habe mir deswegen eine Smartwatch geholt, weil du kannst ja mit denen so alles tracken. So wirklich so alles. So, also wie viele Schritte, Puls, wie oft du masturbierst, so kannst du... Also wo ich glaube, dass das wirklich geht, weil letztens habe ich 1000 Schritte gemacht und lag nur im Bett, so. 120 Kalorien. Einfach verbrannt. So, ich habe die dann auch wieder zurückgeschickt, war einfach überlastet, glaube ich, dann eine Zeit lang. Ja, aber so, ich muss aber auch erzählen, so Quarantäne war irgendwie auch ein bisschen funny, weil mir ist das Essen ausgegangen. So, und bevor ich die Story erzähle, muss ich euch einfach mal fragen, so, ihr kennt doch bestimmt alle die Hotdogs von Ikea, oder? So, ja, safe, alle nicken so. Das Ding ist so, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ihr könnt davon so ein Partykit kaufen, so ein Hotdog-Partykit. Und ich habe mal davor meinen Geburtstag mitgefeiert und ich wusste nicht mehr, dass ich noch was übrig hatte. Weil du kriegst da echt so Ketchup, Senf, so eine Riesenpackung Röstzwiebeln und ich hatte noch welche übrig. Also mache ich während der Quarantäne so meinen Schrank auf, gucke da rein, sehe die und denke mir so, geil, ich habe noch Müsli. Und mache mir so eine ganze Schüssel voll Röstzwiebeln mit Milch und so beim Essen checke ich dann so, krass, die sind aber herzhaft. So. Ich habe einfach immer noch Blähungen. Das ist einfach eine, das ist krass, definitiv, ey.
Sonst, was ist passiert während der ganzen Zeit? Ich bin 30 geworden jetzt. So, das ist kein großes Ding für mich. Ich finde halt immer nur interessant, was das für ein Ding für andere Menschen ist. Weil als ich 29 war, kamen immer alle zu mir und meinten so, oh, bald kommt die große 30, die große 30. Und dann war die 30 da und ist einfach nichts passiert. So ist einfach gar nichts so. Und dann meinte irgendwann einmal so, krass, dafür hast du dich ja gut gehalten. Und ich denke mir so, für was? So, als wäre ich Brot. So was man so im Schulrucksack über die Sommerferien vergessen hat. Und danach so rausholt und sagt so, also dafür hast du dich gut gehalten. Weil das fand ich, ey, ich find's interessant zu sehen, wie die Leute so auf die 30 reagieren. So, und ich merke auch, ich werde älter, weil ich bin jetzt Onkel geworden. So, das ist eine schöne Sache, oder? Ja. Danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ich habe absolut nichts gemacht, aber ich nehme die Liebe mit. So, absolut, als wäre ich so dabei gewesen, als hätte ich ihn so gecoacht. Sagt so, yeah, Bro, mehr aus der Hüfte, yes, genau, und Endspurt zu viel. So, weiß ich nicht, aber ich nehme die Liebe gerne mit und es war schön, als mein Bruder mir das erzählt hat. Es war wirklich richtig schön, wir haben wirklich beide geweint, weil ich habe endlich so festgestellt, krass, ich kann mich für alles rächen, was er mir in meiner Kindheit angetan hat. Ich habe direkt Kinderspielzeug gegoogelt, was richtig viel Lärm macht und ohne Batterien läuft. Es war so, so schön einfach. Wir haben echt beide geweint. Ich vor Freude, er vor Angst. Es war einfach schön. Ich bin auch so komplett wahnsinnig geworden. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass dann irgendwann so zur Schule geht, seine Hausaufgaben nicht macht und mein Bruder dem so eine Lektion erteilt und meint so, du musst deine Hausaufgaben machen, das ist wichtig für dein Leben. Und dann komme ich irgendwann rein und sage so, ja, also dein Vater hat auch nie die Hausaufgaben gemacht. Und du siehst ja, was aus ihm geworden ist. Und dann gehe ich. Und das ist alles. Das war schön. Ich habe auch, um dieses Gefühl für diesen neuen Ankömmling der Familie zu bekommen, habe ich halt auch so Silvester da verbracht und Silvester war wild. Also die ganze Böllerei, das war einfach krass. Und wir standen dann halt einfach in diesem Mehrfamilie, so mit 30 Parteien, so einfach so auf dem Balkon und haben uns das Feuerwerk angeguckt. Und irgendwann hat dann so draußen einfach so eine Batterie, so eine Feuerwerksbatterie gebrannt. Die ganze Zeit. Und wir standen so 20 Minuten da so, ja, das brennt. So 30 Minuten später standen wir immer noch alle so, ja, das brennt. So, dann haben wir gedacht, okay, weißt du was, wir müssen es löschen. Also, wir hatten aber keinen Bock, uns irgendwie noch anzuziehen. Also haben wir uns einfach nur Schlappen angezogen und so zwei Gießkannen. Dann sind wir rausgegangen, haben das dann gelöscht. Und ich wollte noch so nach meinem Auto gucken. Also dachte ich mir, komm, gehen wir rum. Dann gehen wir so um die Ecke und wir sehen so, wie sein Nachbar, der noch nicht so lange in Deutschland ist, gerade richtig versucht, ganz hektisch, so eine riesen Papiertonne zu löschen. So, er sieht uns, guckt an, so, ja, das brennt. Und war so, was ist am Löschen? Und dann kamen wir um die Ecke und haben das einfach gelöscht. So, und er hat jetzt das völlig falsche Bild von Deutschland. Weil er denkt jetzt, sobald du Probleme hast, kommen irgendwo am Horizont zwei Deutsche mit Schlappen und Gießkanne und helfen dir und löschen das so. Also völlig falsches Bild einfach. Aber ich mache sowas gerne so. Ich bin einfach auch gerne freundlich. Ich liebe Freundlichkeit. Das ist einfach richtig toll. Ich liebe freundliche Menschen. Aber ich hasse es, wenn aus Freundlichkeit einfach ein Wettbewerb wird. So an der Kasse jedes Mal. Du bezahlst einfach nur so und sagst so, schönen Tag. Und dann gehst du und dann kommt noch verrückt, danke sehr, Ihnen noch eine schöne KW. Schöne KW, wer wünscht denn noch eine schöne KW? Was ist das denn? Das triggert mich unnormal. Dann sage ich auch so, weißt du was? Ein schönes Jahr noch. Ja, und dann kommt zurück, danke sehr, Ihnen noch ein schönes Leben. Dann sage ich, danke sehr, fick dich. Ja, dann kommt auch nichts mehr, außer Hausverbot. Dann so, die Bäckereiverkäuferin fragt mich auch immer zu offensichtlich, was sie mir noch als nächstes Gutes tun kann. So ein bisschen zu offensichtlich so. Jedes Mal so, was kann ich Ihnen noch Gutes tun? Ich hätte gerne das Rosinenbrötchen. Was kann ich Ihnen noch Gutes tun? Das Schokokroissant. Was kann ich Ihnen noch Gutes tun? Das willst du nicht wissen. Bitte nicht. Bitte nicht. So, ich habe auch jetzt wieder angefangen so zu daten. So, und habe jetzt das erste Mal wieder so einen Blick dafür gekriegt, so was so wirklich so wahre Liebe ist. So, und da war ich nämlich im Kiosk, also nicht jetzt, ich habe jetzt nicht eine Kornflasche gefunden und dachte mir so, ich liebe dich, so, sondern ich habe einfach so eine Oma gesehen, die sich so ein nackte Mädel-Magazin gekauft hat, so, und dann so auf die Theke geknallt hat. Und dann macht die Verkäuferin so, wie, ist das für dich? Und sie hat so, ach, pff, nein, das ist für meinen Mann, der liegt im Krankenhaus, der braucht was für einen Kreislauf. Wir haben beide so gedacht, und meinte sie so, meine Dinger will keiner mehr sehen. Und wir so, haha, und ich so, oh, Oma, du hast so recht. Für mich ist aber so, was so in einer Beziehung wichtig ist, ich brauche so klare Ansagen. Stell dir die Dinger nicht vor. Das ist, mach das nicht. Ich weiß, das geht ganz schnell weit runter. Mach das nicht. So.
Für mich ist halt wichtig, so klare Ansagen. Ich brauche einfach klare Ansagen. So in meiner letzten Beziehung war das auch immer so, ich wollte halt immer was zu essen mitbringen und habe sie dann immer gefragt, so, was möchtest du? Und dann hat sie immer gleich geantwortet, immer mit diesem, überrasch mich. Ich hasse, das ist der schlimmste Satz. Einmal habe ich ihr nichts mitgebracht. Da war sie überrascht. Leute, das war meine Zeit. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tobias Rent. Nice. Extra aus Paderborn angereist und wir reisen jetzt ein bisschen weiter durch Niedersachsen. Als nächstes kommt einer, der ist häufig bei uns in Hannover. Ich freue mich richtig, kommt aber eigentlich aus Hildesheim. Rastet aus, hier ist für euch Till Siebert. Ja, hallo. Ach, ist das schön muckelig hier. Ich habe das Gefühl, ich bin auf so einer Gala von sehr verwirrten Leuten. Ich weiß, wie das aussieht, ich bin ganz ehrlich. Sieht aus, als würde ich hier in Hannover Kunst studieren. Und euch jetzt was über wilde Partys, Drogen und Gangbangs erzählen. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich woanders Kunst studiert. Ja. Ich komme aus Hildesheim, habt ihr ja gerade schon mitbekommen und ich habe da auch tatsächlich studiert. Seit 6 Jahren wohne ich jetzt in Hildesheim und also ich bin richtig angekommen. Ich fühle mich da einfach total zu Hause. Hildesheim ist eine super Stadt für mich. Das Einzige, was uns fehlt, ist so eine Rivalität mit irgendeiner anderen Stadt. Das haben wir irgendwie nicht. So Hannover und Braunschweig, das ist ja so richtig brutal. Ja, so eine Rivalität, das haben wir leider nicht. Was, glaube ich, viel am Namen liegt, weil so Hannover und Braunschweig, das klingt schon so brutal, aber Hildesheim, da willst du nicht reinschlagen. Ich habe jetzt überlegt, wir könnten vielleicht Beef mit Hameln anfangen. Dann machen wir Hameln gegen Hildesheim. Dann machen wir eine Kissenschlacht. Ja, ich habe langsam keine Lust mehr, in der Stadt zu wohnen, irgendwie. Ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Der Hauptgrund dafür ist, also in der Stadt, was mich wirklich stört in der Stadt, ist wirklich jede freie Fläche, die es gibt, wird genutzt für irgendein politisches Statement. So, weil überall hängen Sticker, wirklich überall irgendwelche Sticker mit politischen Statements. So selbst auf der Klotür. So, ich war neulich in einer Bar in der Stadt und da war ein Sticker auf dem Klo, da stand drauf, es ist Zeit für mehr Solidarität. Und ich dachte so, cool, aber ich wollte ja eigentlich nur scheißen gehen. So, also wir haben neulich zum Beispiel auf dem Dorf gespielt, da fand ich das deutlich sympathischer, in Ronnenberg. Da stand auf der Klotür einfach Pipi Kackerland. Und das war mir deutlich sympathischer. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen musste ich so richtig dringend schnell los zum Bahnhof laufen. Früh morgens, aber ich brauche auch unbedingt einen Kaffee morgens. So. Und dann habe ich mir schnell zu Hause noch einen Kaffee gemacht und wollte ihn mitnehmen, auf dem Weg trinken. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich muss los, aber wir haben keinen Recap-Becher mehr, so einen wiederverwertbaren Becher. Und dann habe ich einfach eine normale Tasse genommen. Einfach so eine Keramiktasse, habe die genommen und bin damit gelaufen. Die kam mir extrem komisch vor. Und das Ding ist, ich bin dann so zum Bahnhof gelaufen, das sind so 20 Minuten. Und dann war vor mir so eine junge Frau und da bin ich dann die ganze Zeit hinterhergelaufen, weil die offensichtlich auch zum Bahnhof musste. So, aber es war mir irgendwann extrem unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, sie denkt, ich folge ihr. Aber wir mussten halt zum Bahnhof, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, habe ich meine Tasse genauer angeguckt und festgestellt, ich habe eine Tasse vom Tag der Niedersachsen dabei. Und dann war ich wieder erleichtert, weil ich wusste, das ist das eine am wenigsten bedrohliche Ding, was du in der Hand haben kannst. Die Tasse vom Tag der Niedersachsen, so. Da hat einfach niemand Angst. Ich werde extrem oft angesprochen auf mein Äußeres, wie ihr euch vorstellen könnt. Ne? Mir sagen ständig Leute, ungefragt, dass ich aussehe wie Jesus. Das ist mir vor einiger Zeit, vor vielen Jahren passiert, in einem Club auch mal. Da kam jemand zu mir und meinte, hey, du siehst aus wie Jesus. Was mich in dem Moment total überfordert hat, weil ich krass auf LSD war. Und gerade der festen Überzeugung war, dass ich Jesus bin. Und dann habe ich so ganz verschämt gesagt, ich bin Jesus. Ich bin der Sohn Gottes. Und dann meinte er zu mir, das glaube ich nicht. Und dann meinte ich, okay, Judas.
Und dann habe ich seinen Speed in Kokain verwandelt. Und dann hat er mir geglaubt. Ja, und dann dachte ich so, cool, ich habe die Fähigkeiten von Jesus, was stelle ich jetzt an? Und dann dachte ich so, klar, unbefleckte Empfängnis. Und dann habe ich alle Frauen im Club geschwängert. Einfach so, piu, 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 piu. Und dann alle Männer, piu, 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 weil fuck it, ich bin Jesus. Ich hatte dann auch relativ schnell so 12 Leute, die mir durch den Club gefolgt sind. Und, danke. Und dann habe ich irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin aufs DJ-Pult gestiegen, um zu meinen Jüngern zu sprechen. Das kam nicht so gut an, ganz ehrlich. Die haben mich dann auch rausgeschmissen und mir lebenslanges Hausverbot gegeben. Aber ich bin ganz ehrlich, 3 Tage später war ich wieder da. Ja. Also ich weiß, also Drogenprobleme sind jetzt auch nicht das allerangenehmste Thema, um auf einer Bühne drüber zu sprechen. Aber ich finde es wichtig und es ist auch so, wenn man mal Drogenprobleme hatte, es hat auch positive Seiten. Ja. Weil man wird unglaublich kreativ dadurch. Weil ich muss jedes Mal, wenn ich ein Bewerbungsschreiben aufsetze, mir was Neues überlegen, was ich in den 3 Jahren gemacht habe zwischen Abi und Studium. Ich mache das immer so, ich schreibe erstmal auf, was wirklich passiert ist und dann formuliere ich das ein bisschen um, damit es besser klingt. Ich schreibe zum Beispiel nicht, dass ich viel am Trippen war. Ich schreibe, ich habe eine Reise gemacht. Und ich schreibe zum Beispiel auch nicht, dass ich Drogen verkauft habe. Ich schreibe, ich habe erste Erfahrungen im Einzelhandel gesammelt. Ich schreibe jetzt zum Beispiel auch nicht, dass ich an vielen kultähnlichen Orgien teilgenommen habe. Ich schreibe dann einfach, ich kann am besten im Team arbeiten. Ja. Also ich habe dann auch irgendwann die Kurve gekriegt, also keine Angst, ne? Ich habe damit aufgehört. Aber so, ich kann mich noch richtig gut an meine allererste Techno-Party erinnern. Damals habe ich in Berlin gewohnt und ich war so auf dem Weg auf die Tanzfläche, war so ein dunkler Flur, man hat schon die Musik gehört, es war richtig laut. Und dann lag einfach so ein Typ auf dem Boden, auf dem Flur, so auf dem Bauch, mit dem Gesicht zur Wand. Und aber sein Fuß hat noch so leicht mitgewippt. Und ich war so geschockt, ich war so, oh, krass, kann ich dir irgendwie helfen, ist alles gut bei dir? Und er meinte so, nee, ist voll geil gerade. Und dann dachte ich so, okay, anscheinend ist das, wie Leute in Berlin sind. So, und ein paar Tage später am Alexanderplatz ist so jemand vor mir gelaufen und ist so zusammengebrochen, auf den Boden gefallen und hat noch so leicht gezuckt. Und dann kam so ein anderer Typ von der Seite und wollte ihm auch helfen, so, alles okay. Und den habe ich natürlich dann erstmal zurückgewiesen und meinte, hey, du bist neu hier, ne? Der hat gerade die Party seines Lebens. Danke. Meine Freundin kam neulich zu mir und hat sich beschwert, weil sie hat gesagt, ich würde sie immer so harsch kritisieren. Ich wäre immer so doll. Und dann hat sie vorgeschlagen, wir probieren jetzt mal eine neue Technik aus. Die heißt das Komplimente-Sandwich. Kennt das jemand? Ein paar, ja. Es funktioniert quasi so, dass man immer erstmal was Nettes und Positives sagt über die Person und dann so einen Kritikpunkt. Immer abwechselnd so, weil es dann einfach besser rüberkommt. Das Ding ist, ich bin mega schlecht darin, weil ich habe zu ihr gesagt, ich finde, mit dir kann man mega gut reden, aber das Zuhören ist mega anstrengend. Und ich mag, dass du ein Familienmensch bist, aber ich hasse deine Familie. Und du bist die schönste Frau, die ich kenne, aber ich kenne mega wenig Leute so, ne? Ja. Ich bin jetzt 28, das ist ein komisches Alter. Ich bin so im Übergang zum Erwachsenwerden. Das ist auch die richtige Bewegung, um das zu sagen. Ich bin im Übergang zum Erwachsenwerden. aber das Ding ist, ich werde nicht so richtig erwachsen. Ich kriege nicht so richtige Erwachseneneigenschaften, wie dass ich selbstständig bin und Verantwortung für mein Leben übernehme. Ich kriege einfach komische Macken. So zum Beispiel, neulich habe ich die Spülmaschine ausgeräumt und dann wollte ich was rausnehmen. Und dann habe ich dabei aus Versehen in eine Gabel gefasst. Und es hat so leicht gepiekst, war jetzt nicht so schlimm, aber meine Reaktion darauf war, dass ich laut zu mir selbst gesagt habe, Autschi, Wautschi. Und dann war ich so überrascht davon, dass ich gesagt habe, Upsi, Wupsi. Und dann hat es mich aber auch langsam genervt, dass ich anfange zu reden wie meine Mutter. Und dann habe ich gesagt, Herrschaftszeiten, jetzt nimmst du dich aber mal zusammen. Ja, es ist so, wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich Stand-Up-Comedy mache, dann kommt eigentlich immer dieselbe Reaktion. Die sagen dann immer, boah, krass, hast du nicht Angst irgendwie so, wenn du auftrittst vor so vielen Leuten? Und dann sage ich immer, nee, weil ich habe eigentlich schon immer ganz gerne fremde Leute vollgelabert, während ich mich betrinke.
Ich weiß nicht, vielleicht soll ich Lehrer werden. Danke, das war's von mir. Till, mega lustig, nice. Habt ihr noch Energie für einen letzten vor der Pause? Nice. Auf den, der jetzt kommt, freue ich mich riesig. Ich freue mich immer, wenn er extra aus Hamburg anreist. Ich bin ein Riesenfan. Rastet aus, hier ist für euch Danny Grimpe. Moin! Ahoi, geil, ihr grüßt zurück, wunderschön. Ich freue mich total, im Fernsehen zu sein, ist total geil. Ihr seid auch so ein schönes Publikum. So, die Zuschauer können das gar nicht sehen, aber sind total gut angezogen. Nee, ist voll gut, die meisten von euch sehen sogar aus, als hätten sie Jobs. Ist voll geil. Ich wollte mich vorher eigentlich auch schick machen, habe mir ein Hemd angezogen und habe ich gemerkt, ist scheißegal, was ich anhabe, ich sehe immer aus wie ein Philosophiestudent mit einem Podcast. Ja! Ich habe einfach so ein Resting-Langzeit-Studenten-Face. Es ist scheißegal, worüber du mit mir redest. Ich sehe immer aus, als hätte ich dazu gerade eine Klausur verpasst. Ist so, es ist heftig. Ich bin auch ehrlich mit euch, ich habe über die letzten Monate so ein bisschen zugenommen. Ich habe richtig so einen Snackbauch gekriegt. Irgendjemand von euch auch zugenommen? Nein! Danny, du bist der Einzige! Wir haben unser Leben unter Kontrolle. Das ist so. Ey, was soll ich auch machen? Essen ist zu geil. Essen ist so geil, ich liebe Essen. Ich bin auch so ein Frühstücksmensch. Ich kann den ganzen Tag frühstücken, das ist der Hammer. Ich liebe das. Mein Lieblingsfrühstück sind Bagels. Ich liebe Bagels. Bagels sind der Shit. Bagels für mich das Frühstück, das am meisten Freiheit symbolisiert. So, ja, im Ernst. Bagels existieren, weil sich irgendwer zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht hat, ich sollte die Option haben, mein Frühstück zu ficken. Und dann hat das gemacht. Und der Rest ist Geschichte, wie geil. Das ist ein wunderbares Frühstück, ey, ich lieb das. Das Ganze, aber abnehmen ist auch schwierig. Abnehmen ist so schwierig. Habt ihr schon mal versucht, Zuckerersatz zu kaufen? Es ist widerlich, ne? Du sagst es hier direkt. Es ist wieder, ich meine, ihr müsst euch das mal angucken. Es gibt so 40 verschiedene Sorten, die kosten alle 600 Euro und heißen wie Medikamente. So Erythrit. Es klingt nicht wie ein Lebensmittel. Es klingt, als hättest du danach 3 Tage Durchfall und hältst dich für einen Leguan. Xylit ist ein Ding, Xylit ist ein Zuckerersatzmittel. Und ich, also, X ist ein Buchstabe, der nicht in Lebensmittel gehört. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. X ist kein Buchstabe für Lebensmittel. X ist ein Buchstabe für Counter-Strike-Namen von 16-Jährigen. Das ist, wo X hingehört. XX Virgin Killer 69. Da will ich das sehen, nicht in meinem Mittag. Was zur Hölle? Nee, ich bin ehrlich dabei, ich versuche eine Menge abzunehmen. Eine Menge Diäten durchprobiert. Aktuell bin ich bei Meal Prep. Sagt euch das was, Meal Prep? So, ja. Wir wissen genau, was das ist. Für die von euch, die es nicht kennen, Meal Prep bedeutet im Prinzip, ich nehme ja einen Tag aus der Woche raus und da bereite ich das Essen vor für den Rest der Woche. Und das ist im Prinzip eine super Idee. Man will nicht bestellen, was eine super Idee. Das Ding ist halt, ich will aufhören zu snacken. In meinem Kühlschrank sind jetzt zu jedem Zeitpunkt 7 Mahlzeiten große Snacks. Du gehst ja auch nicht zu einem trockenen Alkoholiker, legst ihm 7 Bier auf den Tisch und bist so, nicht schummeln. Natürlich schummelt er. Was soll er denn machen? Manchmal wünsche ich mir, ich wäre drogensüchtig. Tu ich. Weil wenn du drogensüchtig bist, dann helfen dir ja Leute. Da kommen Leute so, du schaffst das. Das machen die nicht, wenn du aufhören willst zu snacken. Niemand macht dir eine Intervention wegen zu vieler Oreos. Dann sind die Leute immer so, oh nee, du musst nicht abnehmen. Jeder Körper ist schön.
Bitch, ich schwitze beim Gehen. Manchmal, wenn ich laufe, kann ich hören, wie mein Herz seufzt. Töte mich. Und die Oreo ist so, ja, töte ihn. Das ist krass. Ich bin auch ein super viel interessierter Mensch. Eins meiner Lieblingsthemen überhaupt ist Mythologie. So, ich liebe Mythologie, gerade die griechische. Yes. Es ist der Shit. Die wenigsten wissen auch, wir haben so viel aus der griechischen Mythologie für heute übernommen. So auch die Namen. Chaos zum Beispiel war der Gott der Unordnung. Psyche, die Göttin der Seele. Demeter, die Göttin der überteuerten Lebensmittel. Das ist alles da. Ich glaube, mein Lieblingsgott ist Zeus. Ich liebe Zeus. Zeus ist der Shit. Ich liebe den so doll. Das ist so ein geiler Typ. Einfach, es gibt eine Sage, in der verliebt sich Zeus in eine Prinzessin. Und er will mit ihr Dinge tun, aber seine Frau soll das nicht rauskriegen. Also macht er sich einen Plan. Folgendes ist sein Plan. Schritt 1. Ich verwandle mich in einen Stier. Schritt 2. Und dann haben wir Sex. Das ist es, das ist der Plan. Und es hat funktioniert! Wie geil muss man sein? Was für ein genialer Typ! Griechische Götter sind so, die hatten auch alle so Rockstar-Namen. Zeus und Hera und Ares. Vergleich das mit der christlichen Mythologie. Die Namen in der christlichen Mythologie sind so Nico und Stefan und Martin. Alles so Männer, die dir im Baumarkt nicht helfen können. Das hast du gerade versucht zu klatschen? Großartig. Ich sag's euch 100%, wenn ihr Zeus im Baumarkt begegnen würdet und ihr fragt ihn nach einem Schrank, der wird euch zum Schrank führen, den Schrank runterholen, den Schrank aufbauen und hätte dann Sex mit dir. Als der Schrank. Das ist doch nur der Hammer. Wie geil ist das denn? Du hast auch Herkules. Und Herkules ist relatable, Herkules ist geil. So der Typ wollte seine Eltern beeindrucken und hat deswegen eine Hydra getötet und war in der fucking Hölle. Wen hat das Christentum? Sankt Martin? Krass, seine Superkraft ist, er braucht nur eine halbe Jacke. Für wen sprechen, für was sprechen die ihn heilig so? Das ist, der hat im Suff seine Jacke kaputt gemacht und dem Müll einem Obdachlosen gegeben. Und Jesus war so, oh mein Gott, du Held! Ich liebe dich! What the fuck? Den Vogel abgeschossen haben aber die alten Ägypter. Die ägyptische Religion ist super krass. Die haben Katzen als Götter verehrt. Und wie dumm kann man eigentlich sein? Also, wann hat euer Gott euch das letzte Mal aufs Bett gekackt? Und sich dann am Arschloch gelegt, während ihr es weggemacht habt? So auf eurem Laptop. Ich meine, stellt euch vor, ihr wollt eine Katze anbeten. So. Und ihr geht zum Tempel und ihr habt eure fucking Opfergaben dabei. Ihr kommt da hin, so ganz, ganz blauäugig. Hier. Und dann guckt euch der Priester in die Augen, Katzenpriester, und ist so. Vielen Dank.
Danny Grippe, geil, ey. St. Martins Superkraft war ein halber Mantel. Respekt, ey. Der Joke, ey. Nice. So, wir machen jetzt kurz Pause. Ihr könnt euch kurz beruhigen. Wir haben noch drei wundervolle Comedians nach der Pause für euch. Hattet ihr Spaß bisher? Ja, ist doch geil. Zweite Hälfte, geht's euch noch gut? Habt ihr Energie? Ja! Nice! Schön! Hattet ihr eine gute Pause? Gute Pause? Ja? Nice, dann gebt alles Energie. Die Comedians sind richtig begeistert vom Publikum hier live. Das ist richtig schön, wie es ihr heute macht. Das ist richtig schön. Und genau so machen wir weiter mit der gleichen Energie. Und dann begrüße ich als erstes nach der Pause ein Urgestein der Comedy-Szene in Hannover. Er ist der Wortspielkönig. Rastet aus, hier ist für euch Jürgen! Ja, vielen Dank für die Ansage. Jetzt bin ich ein angesagter Comedian. Ich merke schon, ihr müsst euch an meinen Humor erst gewöhnen. Viel Spaß. Mir ist das nicht gelungen. Aber wir haben ja 7 Minuten Zeit. Ich mache aber nur alle 8 Minuten einen Gag. Es gibt ja so Typen, die müssen gar nichts machen. Die kommen einfach so raus auf die Bühne und schon tobt der Saal. So ein Typ bin ich auch. Nein, Spaß. Meine Gags brauchen alle etwas länger, bis sie so zünden. Das dauert schon mal so 24 Stunden. Aber dann, haha, nicht, dass ihr euch morgen wundert. Was habe ich denn heute nur? Ich muss immer so lachen. Habt ihr mal so Leute auf der Straße gesehen, die auf einmal so völlig ohne Grund anfangen zu lachen? Die waren alle bei mir. Ja, ich wusste, ich kriege euch. Kennt ihr das Buch Angstfreies Masturbieren am Arbeitsplatz? Das ist mein Lieblingsbuch. Habe ich aber nicht gelesen. Nur praktiziert. Tatsache ist, Masturbieren macht blind. Jedenfalls hatte ich gestern mein erstes Blind Date. Gleich bei mir um die Ecke in der Eisdiele. Das lief auch richtig gut. Ihre erste Frage war: Bist du spirituell? Ich habe gesagt: Nein, nicht direkt. Ich bin spirituos. Und dann ist mir irgendwann. Wir waren in einer Eisdiele, das habe ich schon erzählt, oder? Dann ist mir irgendwann mein Eis in ihren Ausschnitt gefallen. Ich fand das nicht so schlimm. Das war eh nicht meine Sorte. Zitrone. Aber sie war dann ziemlich sauer und auch deutlich abgekühlt. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich hol's wieder raus. Und sie, nee, leck mich. Und ich, nee, wir kennen uns doch gar nicht. Naja, jetzt masturbiere ich wieder. Jedenfalls bin ich wieder Single. Single sein ist eigentlich ganz schön. Es darf bloß nicht zu lange dauern. Ich war schon mal so lange Single, dass ich zum Urologen gegangen bin. Nur um mal wieder abgetastet zu werden. Haben wir denn noch mehr Singles hier? Oder bin ich umsingelt von Paaren? An dem Gag habe ich so lange gebastelt.
Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe letzte Nacht von Helene Fischer geträumt. Ich habe geträumt, ich bin befreundet mit dem Mann von Helene Fischer. Fisherman's Friend. Dann bin ich aufgewacht. Atemlos. Mein Morgenhörnchen hart wie Silbereisen. Kann das jemand deuten? Ja, das dachte ich mir schon. Mir ist im Traum mal das Fahrrad geklaut worden. Seitdem habe ich in Träumen generell kein Fahrrad mehr. Sowas finde ich blöd. Wusstet ihr, dass es in den USA die meisten Technikverweigerer gibt? Ein Leben ganz ohne Computer und Speicherstick. Ich finde, wer USA sagt, muss auch USB sagen. In den USA gibt es auch eine Frau, die hat ihren Bahnhof geheiratet. Wirklich wahr, das könnt ihr googeln. In Amerika geht sowas. Die sind aber nicht mehr zusammen und die kommen auch nicht mehr zusammen. Der Zug ist abgefahren. Ja, habe ich schon erzählt, dass ich früher mal Samenspender war? Für diese Region. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber wenn ich mich hier so umschaue, entdecke ich doch die eine oder andere Ähnlichkeit. Heißt denn noch jemand Jürgen? Mal klatschen. Mal nur die Frauen. Ja, das sind die Gene. Die Jürgene. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wer nach der Show Papa zu mir sagt. Neulich im Bus wollte tatsächlich jemand für mich aufstehen. Den habe ich aber gleich wieder runtergedrückt in den Sitz. Das war peinlich. Der wollte nur aussteigen. Das hat er dann nicht mehr geschafft. Dann bin ich für ihn ausgestiegen. Ja, wusstet ihr, dass man mit 40 schon wieder 2 Zentimeter kleiner ist? Ich war mal 1,90. Wo soll das hinführen? Gestern in der Bahn hat mir jemand seinen Behindertenausweis gezeigt, damit ich aufstehe. Aber ich stand schon. Und das war's von mir. Dankeschön, ihr wart großartig. Jürgen! Wortspielkönig, habe ich doch gesagt, ey. Ohne Witz, Jürgen hat heute Morgen dafür gesorgt, dass ich wusste, heute wird ein guter Tag. Ich habe heute Geburtstag und ich bin aufgewacht und habe mein Handy geguckt. Und Jürgen ist der letzte Typ, der noch Geburtstagsnachrichten in die Facebook-Timeline schreibt. Und Jürgen Happe hat heute Morgen mir gratuliert mit den Worten Happe Birthday. Und ich war so, ja, das wird ein guter Tag. Das wird ein guter Tag. Ja. Ah. Da war ich gleich ready so. Ich freue mich richtig auf den nächsten Comedian. Der nächste Comedian ist auch einer von uns Hannoveranern, einer von uns. Ach, ich moderiere schon sehr lange die Shows und er ist so neu dabei und er ist so, ich fühle mich so ein bisschen comedy-mäßig wie sein Vater. Ich habe alles betreut, habe so seine Entwicklung zugesehen und ich freue mich richtig, dass er heute hier ist. Das war eine komische Anmoderation, das tut mir leid. Ich hab auf dem Weg gemerkt, wo willst du hin? Das war weird. Rastet aus, hier ist für euch Dominik Feller! Danke, Papa.
Ja, ey, ich freue mich mega hier zu sein. Schön, dass er noch Energie hat für so einen komischen Hipster-Jesus. Gib mal noch einmal fetten Applaus für Jürgen, Leute, kommt. Nice. Er ist einfach, eine lebende Legende hier. Ich mache das Ganze erst seit Mai letzten Jahres. Und das ist ein Riesending für mich heute tatsächlich. Ich weiß genau, in 5, 10, 20 Jahren, ich werde auf diesen Moment zurückgucken und sagen, ja, das war viel zu früh für mich tatsächlich. Ich mache das nicht mal ein Jahr, sind wir ehrlich, ich sollte nicht bei einem Fernsehsender sein. Also, Fernsehsender. Also, ey, ey. Meine Mutter war auf jeden Fall voll stolz auf mich. So, ich habe sie angerufen, meinte so, wir haben morgen so eine Aufzeichnung von Stand-Up Hannover. Und sie war so, echt, wo cool, wie denn? Wo denn? Und ich war so, bei H1. Und sie so, oh. Du bist der Geschäftsführer von H1, ne? Hey, ich soll dir von meiner Mutter ausrichten, sie findet euch interessant. Nein, ich freue mich wirklich hier zu sein. Vielleicht kurz zu mir, ich heiße Dominik, ich komme hier direkt aus Hannover und ich bin jetzt schon 33. Ich habe voll spät angefangen mit Comedy, aber das ist okay. So, die Hälfte meiner Freunde kriegt gerade irgendwie Kinder und die andere Hälfte benimmt sich einfach mega komisch. Ja, zu welcher Hälfte ich gehöre, ist jetzt, glaube ich, klar. Ja, dafür habe ich aber Freunde, die machen mega coole Sachen. Ich habe einen Kumpel, der ist Arzt in Hamburg und der konnte mir mal so ein Rezept ausstellen. Da konnte ich in Hamburg in der Apotheke Marihuana kaufen. Völlig legal, glaube ich. Ja, das war ein krasses Erlebnis. Ich erzähle euch warum, weil für die, die es nicht wissen, Grassorten, die haben immer so Gangster-Fantasy-Namen. Und die haben das in der Apotheke einfach so gelassen. Ja, die Apothekerin hatte keinen Plan, dass sie für mich klingt wie so ein übelst freundlicher Pablo Escobar. Ja, sie stand so voll ernst am Computer, sagt so, Sie bekommen von mir 5 Gramm Purple Punch und OG Baba Kush. Es hat nur noch gefehlt, dass sie mir den Joint direkt da baut. Völlig absurd, oder? Vor allem, sie hat mir das dann gegeben, ja, in so einer richtig kleinen Box aus ihrer E-Spec Bauchhängetasche. Bekloppt, oder? Nur weil sie diese Wörter so sagt, stelle ich sie mir direkt in meinem Kopf vor wie so eine Drogendealerin. Ja, das macht der Sprachstil mit einem, glaube ich. Das fällt mir auch oft bei der jüngeren Generation. Ich saß so bei Subway, habe so ein Gespräch gelauscht von so 2 jungen Frauen, die waren maximal 20 und die haben sich so richtig über Daniel aufgeregt. Ja, der blöde Daniel, die meint sie ihrer Freundin so, Daniel ist so blöd, ne? Der kann mir einen blasen, walla. Das hat sie gesagt zu ihrer Freundin. Und ihre Freundin, ohne zu fragen, was Daniel überhaupt gemacht hat, sie so, boah, ist so. Ich saß mit dem Rücken zu denen, wollte unbedingt wissen, was Daniel gemacht hat. Ja, dass sie direkt gleich so zu drastischen Maßnahmen greifen. Aber ohne Scheiß, reden die ab jetzt für immer so? Das frage ich mich auch. Redet diese Generation ab jetzt für immer so oder ändert sich das mit dem Älterwerden? Ja, um da konkreter zu werden, wird diese Generation irgendwann unsere Ärzte, Anwälte und reden die dann so? Überleg mal, du bist so vor Gericht. Der Richter spricht so richtig krass autoritär sein Urteil und die verteidigen euch so. Bruder, schau niemals, dass so passiert. Mein Mandant ist ein Ehrenmann. Bruder. Und der Richter so übelst irritiert, er so, Ruhe im Saal. Er kann mir einen blasen, walla. Ich bin tatsächlich mit über 30 jetzt auch wieder Single. Ja, ich war in meinen 20er Jahren, war ich in einer langen Beziehung, es war auch wunderschön, aber ich muss jetzt einfach mit Anfang 30 wieder neu daten lernen. Das ist weird as fuck. Wirklich. So, ich fühle mich wieder voll zurückversetzt in die Zeit als Teenie, so voll viel Parallelen. Ja, ich wünsche wirklich, ich könnte so in die Zeit zurückreisen zu meinem ersten Date, zu mir gehen, sagen so, hey, yo, kleiner Dominik, sehe mich da komplett nervös. So, kleiner Dominik, keine Sorge, das bleibt für immer so. Ist so. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, die Wörter in der richtigen Reihenfolge zu sagen, um so den Anschein einer Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Aber irgendwas kommt immer überraschend und ich bin wieder der kleine Scheißer. Bei der letzten Frau, die ich gedatet habe, genauso. Wir hatten so das 5., 6. Date. Wir hatten noch keinen Sex, waren beide ziemlich unsicher. Und dann haben wir uns so langsam vorgetastet, so gestreichelt und sie geht auf einmal mit ihrem Fuß so mein Bein hoch. Bis hierhin alles cool. Auf einmal geht die aber mit ihrem Zeh so extra doll und angespannt, so. Hier so hoch, hier vorbei
und macht Attacke auf meinen Arsch so. Damit rechnet doch keiner. Ey, und ich bin selbst kein Unschuldslamm. Ich mach viel Kram mit, aber Fuß in den Arsch geht gar nicht. Nennt mich gerne altmodisch. Ja, aber niemand rammt mir einen Fuß in den Arsch. Um das Bild auch noch mal in euren Köpfen so ein bisschen gerade zu rücken. Ja, die hat mit ihrem Zeh so an meinen Arsch gestreichelt und das halt in Doll. Ja, also nicht, dass ihr denkt, sie lag da jetzt so mit ihrem Fuß so ausgestreckt. Und ich war so, ey, kannst du mal aufhören? Ja, wenn der kleine Scheißer wüsste, was da alles auf ihn zukommt. Ich habe so voll das Bedürfnis, das kennt ihr wahrscheinlich auch, mit dem Wissen von jetzt, dass ich mir diese ganzen Ratschläge geben könnte. Ja, aber ich wette, wir würden eh nicht auf uns hören. So, gerade ich als Teenie, ich war so ein richtig frecher kleiner Scheißer. Ich würde niemals auf mich hören. So, egal was ich dem sagen würde, der würde sagen, zieh Leine, Opa. Ja, hören Sie auf uns zu belästigen. Ja, der wird mich sogar sitzen, dieser Pisser. Ohne Scheiß, diese Generation fängt immer häufiger an, in der Straße mich zu sitzen, diese Mist. Es tut voll weh. So, ich bin einfach so krass gefangen zwischen den Generationen. So, für die ältere Generation bin ich ja der Jungspund, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Und für die jüngere Generation bin ich der komische Typ, der mit einer Lederjacke an der Highschool chillt, sich so ins Auto anlehnt und angibt, dass er Alkohol klar machen kann. Ja, ich wurde letztens wirklich von so 14, 15-jährigen Jungs gefragt im Edeka beim Einkaufen, ob ich den Bier kaufen kann. Ich war so, nope. Was wollt ihr mit Bier, ihr Loser? Erstmal Korn absinnt und Packung kippen aufs Band. Ich will ehrlich zu euch sein. Ein Teil in mir wollte wirklich dieser coole Onkel sein gerne. Ja, aber kann es natürlich nicht machen. Aber ich habe überlegt und ich gebe auch gerne zu lange. Ja, ich habe echt lange überlegt, habe es dann aber nicht gemacht, weil da hat so ein Typ die ganze Zeit so komisch rübergeguckt. Und ich wusste nicht, ob der meine Reaktion abwartet, die Situation einschätzen kann oder ob der einfach die Kids geil findet. So, das war wirklich, ey, das war ein creepy Typ so. Der hat die ganze Zeit so geguckt. So, der Situation, als ich mich dann auch gelöst habe, bin ich dann auch so rumgegangen, wollte gucken und der hat die immer noch so angeguckt. Und dann bin ich so von der rechten Seite gekommen, wollte auf ihn zugehen und der hat sich dann so krass erschrocken. So, ich bin dann zu ihm gegangen und der ist dann in so eine Karate-Haltestelle gegangen. So. Und das war wiederum weird für mich, weil auf einmal habe ich mich krass erschrocken und bin auch in so eine Karate-Haltestelle gesprungen. So. Ich stand auf einmal mit einem fremden Opa im Edeka, wie bei Street Fighter so. Zum Glück kam sofort der Marktleiter, der das irgendwie mitbekommen. So, der kam so um die Ecke, kam dazwischen und meinte so, Round One. Na, um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nur wissen, so, yo, was geht bei dir? Und dann hat der einfach nichts gesagt. Der ist einfach so weitergegangen, hat mich weiterhin so angeguckt. So. Und da habe ich gemerkt, okay, der ist vielleicht einfach ein bisschen... Das tat mir dann auch echt leid, so, weil dafür wohnt er jetzt für immer kostenlos in meinem Kopf. So, ich habe diesen Joke erst ein paar Mal erzählt und ich sitze ja auch zu Hause, schreibe, denke über diesen Joke nach. Das heißt, ich muss immer wieder über ihn nachdenken. So, ich habe so das Gefühl oder ich denke jetzt irgendwann mal so im Publikum. So, ich erzähle meine Jokes, bin so und dann sehe ich ihn so. Er steht so auf die letzte Reihe und geht so. Mein Name ist Dominik Feller, Dominik mit E in der Mitte und C am Ende. Dankeschön, ihr wart beautiful. Dominik Feller. Schön nochmal seinen Namen gedroppt hier zum Ende hin. Ja, zum Abschluss möchte ich auch noch ein bisschen was erzählen über mich. Ich bin krass spießig, so das ist mein größtes Problem. Ich bin wirklich krass spießig. Ich kriege zum Beispiel immer die Krise, wenn Leute sich im Beisein nicht an Regeln halten können. Ich hasse das. Ich hasse diese Menschen. So, zum Beispiel diese gelben Quadrate am Bahnsteig, wo man nur da rauchen darf. Ich hasse es, wenn Leute außerhalb dieses Quadrats rauchen, obwohl es mich eigentlich nichts angeht. So, das bist du. Schön. Erste Reihe. Es wird aufgezeichnet. Du rauchst außerhalb. Wir werden keine Freunde. Das können wir jetzt schon mal. Ja, ich hasse Leute wie dich. Nein, ich warte. Okay. Ja, ich hasse das wirklich. Und ich war neulich mit einem Kumpel am Bahnsteig und er fängt an zu rauchen und wir waren nicht in diesem Quadrat. Und ich sag zu ihm, Digga, wir sind nicht in diesem Quadrat. Und dann sagt er, ja,
aber wir sind doch auf dem Weg dahin. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich bei dir zu Hause kacken muss. Ja. Lasst euch Zeit, alles gut. Ich liebe das Spiel, ich habe noch nie, finde ich richtig geil, weil du kannst jeden Charakter im Raum sofort einschätzen, weißt genau, was für Leute da rumlaufen. Zum Beispiel gibt es da die eine Person, also das Spiel erstmal für die, die das nicht kennen, das ist ein Spiel, jemand sagt, ich habe noch nie düdüdüd und dann müssen alle überlegen, ob man dem widerspricht, also das schon mal gemacht hat. Und wenn man das schon mal gemacht hat, muss man trinken, ein Trinkspiel, ganz einfach. So. Und dann gibt es diese Leute, die allen zeigen wollen, zum Beispiel, wie cool sie sind und was sie schon alles in ihrem Leben erlebt haben, die so viel zu konkret werden. Die fangen meistens so an mit so, ich hatte noch nie einen Dreier mit zwei richtig sexy Typen am Strand in Frankreich. Über uns ein Sternenhimmel, neben uns ein prasselndes Lagerfeuer. Was? Nur ich? Ja. Ich stehe dann daneben und denke mir so, ah, fuck. Bei mir waren es 3 sexy Typen. Darf ich ihn da nicht trinken? Dann gibt es männliche Porno dazu, der möchte auch allen zeigen, wie cool er ist. Aber jeder im Raum denkt sich, bist du nicht, hast du nicht. Fängt auch so an, so, ich hatte noch nie Sex unter der Dusche. Und jeder im Raum denkt sich sofort, du hast noch nie geduscht. Kennt ihr das, wenn ihr von so Leuten so widersprüchliche Signale bekommt, wo ihr nicht so genau wisst, was sie euch damit sagen wollen und woran ihr seid? Pass auf, folgende Situation. Ich habe neulich von meinem Chef eine Abmahnung bekommen, aber geschrieben in Comic Sans. Was wollte er mir damit sagen? Du, das machen wir aber nicht nochmal. Aber lass uns bitte trotzdem Freunde bleiben. So. Für alle, die Comic Sans nicht kennen, das ist eine Schriftart bei Word, die man in exakt 3 Situationen benutzen darf. Erstens eine Einladung zu einem 5. Kindergeburtstag. Zweitens für Werbeflyer für einen Zirkus. Und drittens, wenn du nicht weißt, wie man bei Word die Schriftart ändert. So als Vergleich, Comic Sans in der Abmahnung. Das ist wie so eine Einladung zu einer Trauerfeier, geschrieben mit so einem 4-Farben-Stift. Ja. Ich war dann mega nervös, ich war mega, weil eine Abmahnung ist schon krass. Ich habe erstmal 10 Minuten gelacht und dann war ich nervös. Und dann habe ich das sofort meinem Anwalt geschickt und ihn angerufen und gesagt, Digi, was machen wir jetzt? Und er meinte, Herr Wendt, das sind wirklich ernste Anschuldigungen. Aber das sind Comic Sans. Das nimmt sowieso keiner ernst. Ich so, oh geil. Uff. Ja, ich habe das auch nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, weil mein Chef mir eine Abmahnung schickt, weil ich bin seit 3 Jahren selbstständig und das ganz komisch. Ja. Ich bin jetzt 26 und ich weiß, was ihr denkt. Krass, hat der sich beschissen gehalten. Dankeschön. Das liegt an meinen Geheimratsecken. Die sind wirklich krass ausgeprägt. Geheimratsecken ist das falsche Wort. Meist bei mir so schlimm. Die sind nicht geheim, die sind öffentlich. So, ein offenes Geheimnis. Wenn das ein Geheimnis ist, das ist so wie der geheime Ort, an dem geheim geraucht wurde in der Schule. So, selbst, Digga, selbst die Lehrer haben da geraucht. So. Geheimratsecken. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil was macht man dagegen? Ich habe überlegt, Cappy zu tragen. Das Problem ist, wenn ich eine Cappy tragen würde, dann sehe ich aus wie Mark Foster. Das will auch keiner. Wenn ich durch die Stadt gehen würde und so singen würde, wir sind zusammen groß, wird niemand merken, dass das Lied gar nicht von Mark Foster ist. Klingt alles gleich im Radio. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich finde Glauben faszinierend. Mir hat mal jemand erzählt und gesagt, ich glaube an alles, was in der Bibel steht. Und ich fand das krass, weil in der Bibel stehen ganz schön viel Scheiße. Da stehen so zwischen den Zeilen gute Sachen drin, aber da stehen auch Storys drin, an die glaubst du? Pass auf, es gibt die eine Geschichte in der Bibel über Sodom. Und Sodom war eine Stadt, die war nicht so cool. So. Und Gott dachte sich, nee, die Stadt ist nicht cool, die Menschen sind asozial, die Stadt ist hässlich, jetzt zerstöre diese Stadt. Wie kann man eine solche Story glauben
vor ein allmächtiges Wesen wie Gott eine Stadt zerstört, weil er die nicht so geil fand. Und tausende von Jahren später gibt es eine Stadt wie Braunschweig. Ja, Lokalpatriotismus, yeah! Da gibt's Applaus. Okay. Zum Abschluss noch eine Sache. Ich finde die Sache, Vegetarier hier einmal applaudieren. So ein paar nice. Ich finde die Sache richtig gut. Ich finde die Idee dahinter richtig gut. Was ich an meiner Generation im Moment gemerkt habe, dass das aber viele so als Lifestyle im Moment benutzen und das machen, um sich cooler darzustellen. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die immer noch einen draufsetzen mussten. So, erst waren wir Vegetarier, da musste einer draufgesetzt werden, dann Veganer. Jetzt gibt's Frutarier. So, ich warte darauf, dass der Erste demnächst auf einer Party zu mir kommt und sagt so, ich esse nur noch Gemüse aus deutschem Anbau. Ich bin jetzt Vegetarier. Mein Salat muss blonde Haare und blaue Augen haben. Ich bin jetzt Salazi. Wortspiele, ich merke das schon. Das funktioniert nicht immer, aber ihr seid das richtige Publikum. Nice. Und ich provoziere gerne, auch wenn ich die Message-Enden gut finde, ich provoziere gerne, das ist mein Problem. Ich hätte mir gerne mal so auf eine Party eingeladen, wo so nur Vegetarier wären. Das wäre so eine Party zum Mitbringen, zum Essen zum Mitbringen. Und wir würden dann schön essen und danach im Essen würde ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehen und sagen, es gibt in manchen Ländern einen Brauch, da tut man Reiskorn ins Essen. Und wer diesen Reiskorn findet, der hat im nächsten Jahr Glück. Und ich habe einen Schinkenwürfel. Nice, hattet ihr einen schönen Abend heute? Ja, das freut mich. Ich auch, wir auch. Danke, dass ihr da wart. Das war richtig schön. Bitte applaudiert nochmal für alle Comedians, die sich heute hergetraut haben auf diese Bühne. Rastet aus für Jürgen. Für Dominik. Für Tobias, für Danny, für Till. Ein riesengroßes Dankeschön an das Team vom H1. Ein riesen Dankeschön an alle, an euch, dass ihr so eine geile Stimmung gemacht habt. Es war richtig schön. Ich hatte richtig Spaß. Ihr hoffentlich auch. Ansonsten, wenn ihr mal live vorbeikommen solltet, redet in diese Kamera. Wenn ihr mal live vorbeikommen wollt, kommt immer gerne vorbei. Comedy ist live am besten. Oder es war ein schöner Abend. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es ist früh heute, ne? Ich sag Abend, aber es ist ja eigentlich. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr alle da wart. Und hoffentlich bis bald.